Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim. Kollege Abel, Sie haben schon viel von dem vorweggenommen in Ihren Ausführungen, die ich auch hier hätte sagen wollen. Ich habe da allerdings noch einige Ergänzungen zu machen. Also, liebe FDP, der Antrag ist natürlich ein bundespolitischer Antrag. Er zielt zumindest da in diese Richtung. Wir haben es zu tun mit einem im Jahre 2009 durch den Gesetzgeber verfolgten Ziel, Steuervergünstigungen für den Betriebsübergang zu schaffen, um die Unternehmen im Erbfall zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern. Dazu sind verschiedene Aspekte zu sagen, zu denen wir sicherlich auch in der Ausschussberatung noch kommen werden. Eins muss man mal festhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, all diese ganzen Ausnahmen und Verschonungsregelungen gehen nicht. Das ist eben der notwendige Anlass, jetzt hier über eine Steuerreform, eine Erbschaftssteuerreform nachzudenken in Deutschland. In fast anderthalb Jahrzehnten ist nämlich keine da gewesen. Eine Debatte über diesen Antrag bedeutet also, wir reden hier von Staatseinnahmen. Der Vorschlag des Bundesfinanzministers, der jetzt daraufhin in der Welt ist, findet allseits Kritik, ich glaube sogar quer durch alle Parteien, in einzelnen Punkten, nicht generell, aber doch eben in einzelnen Punkten. Und ganz erstaunlich kommt mir dabei ein Reformvorschlag unter die Finger einer Sozialdemokratin, Anke Rehlinger, Wirtschaftsministerin des Saarlandes, die da einfach sagt, weg mit den Verschonungsregelungen im Erbschaftssteuerrecht, also alles streichen, dafür den Spitzensteuersatz von 50% auf 15% senken. So, 15%. Ja, 15%. Aber alle Ausnahmen und alle Regelungen ansonsten streichen, unabhängig von den Freibeträgen. Die Freibeträge blieben natürlich in dem Fall wohl unangetastet und man könnte wahrscheinlich in dem Bereich auch noch über Freibetragssituationen im Einzelfall nachdenken. Ein Vorschlag zumindest, den ich persönlich, sehr geehrte Damen und Herren, durchaus der näheren Betrachtung wert finde. So, womit haben wir es denn zu tun? Mit dem Argument, Unternehmen müssten dicht machen, weil Unternehmensvermögen im Erbgang übertragen werden. Also bevor es die Verschonungs- und Ausnahmeregelung seit dem Jahre 2009 gab, hatten wir eine ähnliche Situation, die Sie, lieber Kollege Ralf Witzel, ja auch ein bisschen befürchten. Nur da ist überhaupt kein Unternehmen pleite gegangen. Da gab es auch keine Entlassungswellen. Die gab es ebenfalls nicht. Ja, und diese sind auch jetzt nicht zu befürchten. Diese sind auch jetzt nicht zu befürchten, wenn man nämlich weiß, wie denn die Zahlenwerke aussehen, über die wir uns noch mal näher unterhalten müssen dann im Ausschuss, was dazu führt, dass im Prinzip über 90% aller Unternehmensübergänge aufgrund der Verschonungs- und Ausnahmeregelungen vollkommen unbesteuert bleiben. Wir reden überhaupt nur über einen... Ja, die Gewinne versteuert. Das ist ja auch so eine Mehr, sage ich jetzt mal, die Mehr vom üblen Nachtreten eines raffgierigen Staates, der sich noch ein letztes Mal an schon mehrfach versteuerten Privatbesitz vergreift. Ganz ehrlich, unter Berücksichtigung der sozialen Aufgaben, die wir in unserem Staat haben, halte ich das für außerordentlich unpassend in einer Zeit, in der zum Beispiel jemand, der 100.000 Euro verdient, 30.000 Euro Steuern davon zahlen muss. Und in einer Zeit, wo wir wissen, dass also Milliardenvermögen ohne Leistung, ohne alles, übertragen werden in die Hand derer, die das bekommen. Okay, die führen ihr Unternehmen auch weiter. Die machen doch nicht das dicht. Also ich halte das für ein Gerücht, dass jetzt plötzlich alle hingehen und die Unternehmen auf dem Markt verkaufen, nur weil es mit der Erbschaftssteuer belastet wird. Das würde im Übrigen, Kollege Witzel, auch Ihrem hier zitierten Gutachten widersprechen, wo es nämlich da heißt, es gibt viel zu wenige Nachfolger für die ganzen Unternehmen, die übertragen. Und glauben Sie mal, die sind nicht alle so attraktiv, dass die auf dem internationalen Markt oder sonst wo verkauft werden. Die Unternehmen, von denen Sie reden, das sind Unternehmen, die interessiert auf dem internationalen Markt wahrscheinlich wenige Leute. Wir reden also hier nach wie vor von Spitzen in der Besteuerungssituation und beispielsweise ein Unternehmen, was vielleicht 10 Millionen Euro wert hat, 10 Millionen Euro, ja, da fällt dann noch vielleicht 1 Million Euro an, die können auch noch gestundet werden über, ich sag mal, 20 Jahre. Das sind dann 50.000 Euro Steuerbelastung für den Unternehmensübergang im Erbfall. 50.000 Euro bei einem Unternehmen, was einen Wert hat von 10 Millionen und entsprechende Umsätze aufweisen sollte. Moment. Na gut, das muss man natürlich gucken. Also wenn, ich sage Ihnen eins, Herr Kollege Lindner, wenn der Jahresgewinn für den Unternehmer des Unternehmens mit einem Wert von 10 Millionen nur 50 oder 100.000 Euro betragen sollte,
dann stimmt entweder was mit dem Wirtschaftsprüfer, mit dem Steuerberater oder mit dem Unternehmer oder dem Unternehmen nicht. Und ich muss noch ganz klar sagen, nee, das ist doch, ja, nee, es ist doch so. Es ist doch einfach so. Natürlich können, selbstverständlich wird man bei der Erbschaftssteuerreform, nicht Schluss machen müssen. Auch die Unternehmensbesteuerung wird sicherlich einmal auf den Prüfstand gestellt werden müssen, wie auch andere, sicherlich andere steuerlichen Faktoren innerhalb unseres Staates auch. Fakt ist jedenfalls, ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Das wird eine muntere, bunte, lustige Geschichte werden. Ich freue mich darauf. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz.